Tage heute, finde ich. Es stimmt einfach alles heute. Die Gelände, die Sonne, die Bäume, so ich mich verstecken kann. Wir werden gleich anfangen. Ich möchte euch nur kurz informieren über den Ablauf des Abends. Zuerst werden alle drei Gitarristen als Soloakt auftreten. Es geht los mit John McLaughlin, danach Aldo Meola und anschließend Paco de Lucia. Dann werden die abwechselnd Duets spielen. Danach gibt es so eine Pause von ungefähr 15 Minuten. Und dann machen wir weiter. Die drei Gitarristen werden wieder auf der Bühne als Trio ungefähr eine Stunde zusammenspielen. Ich habe nur eine ganz kleine Bitte, aber an alle Leute, die hier vorne sitzen. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn ihr so sitzen bleiben könnten oder mindestens nur auf die Knie gehen könnten, sodass alle Leute sehen können. Dankeschön. Wir fangen gleich an.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Danke schön. All right. John and I are going to play a duet composition composed by a good friend of mine, Chick Corea. This is called Short Tales of the Black Forest. Thank you.
Thank you.
Thank you very much. Paco, now we're going to start with a composition that I wrote for him. It's a number called Manitas d'Oro, and we're going to follow that with a composition by Egberto Gismonti called Trevor. Thank you.
Thank you.
We're going to cut it, don't worry. We're going to cut it. Hey, okay. Thank you. That first composition we played was a tune Paco and I wrote called Tres Hermanos. And the second composition we played was one from Paco called Solo Quiero Caminar. And we're going to play now lovely piece and very well known, I'm sure you'll recognize it, written by Chick Corea, called Spain. Thank you.
Vielen Dank. Danke. Beautiful audience. We'd like to play a composition of Al called Splendido Sundance.
Robert Shane. Thank you.
Yeah.